Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Warpipes. Wir machen weiter in der Kampagne und ich überlege gerade, welche Mission wir jetzt hier machen. Und ich denke, wir gehen in die blubbernde Blase. Wir gehen irgendwas so aus und gucken, was wir mitnehmen. Wir nehmen auf jeden Fall hier einen mit. Der Turm war eigentlich ganz cool, deswegen nehmen wir... Ich glaube, wir machen das nur mit... Aha. Nur mit der Warp, mit der Einheit Warpipe. Ich glaube, das sollte ganz cool sein. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was der Feind hat. Aber wir werden es gleich sehen. Blubbernde Blase. Okay. Er kommt nur mit Einheiten. Dann machen wir mal so und so. Und ich würde sagen, ich baue erstmal ein bisschen die Defensive auf. Mit zum Turm ist, glaube ich, ganz cool. Okay. Ja, die beiden machen das ganz gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, ja, ja. Jux. Okay, au. Oh. Und das Fahrzeug. Auf geht's, Jungs. Hau drauf da. Wir pushen das mal alles ein bisschen. Der Turm ist noch da. Das ist sehr erfreulich. Das war dann aber auch schon die... Oh, echt viel. Mal hier nochmal Stacheldraht. Hier war nochmal Stacheldraht. Das Schwert ist alles für die Feinde. Oh, hier so und so. Und bauen noch mehr Truppen. Ja, guck mal. Geil. So, wie ist das mit dem Fahrzeug? Was macht das Fahrzeug? Easy. Wir haben wieder... Wir pushen das mal ein bisschen. Nice. So gut. Wir bauen hier einen Turm. Gibt richtig schöne Erfahrung. Eine Einheit können wir rein theoretisch. Könnt ihr bitte da weggehen? Da steht so ein blödes Fass. Einfach die Einheiten aufbessern. Es ist. Okay. Okay. Ich glaube. Das sollte es doch fast schon gewesen sein. Das ist verrückt. Die paar Truppen, die hier ich eingesetzt hat, ey. Einfach nur durch das Aufbessern. Okay. Nice. Erfolg. Feindliche Truppenstärke. Wir haben 15 Kriegszaster bekommen. Und wir bekommen Söldner. Stacheldraht und Drohenschwarm. Startet einen Schwarm explosiver Kamikaze-Angriffsdrohnen. Okay, ich bin sehr gespannt. Okay, dann gehen wir rüber hier mal, ich würde sagen, auf die Insel. Da bekommen wir nochmal eine Whopper-Einheit. Ein Dogo? Das ist mein Baby Dogo. Generiert eine Rudel Kriegshunde für den Einsatz gegen Infanterie. Wenn es die Hunde lebend zurück zur Basis schaffen, bringen sie Cash mit. Es hört sich interessant an. Wir gehen in die Ausrüstung, gucken, was wir haben. Wir nehmen einmal mal eine Söldnereinheit mit. Wie teuer ist die eigentlich? 70. Ah, die hat aber auch eine Ablehnzeit von 1,30. Ich überlege, ob ich nicht einfach... ich mach das mal so. Ich nehme einen schweren Schützen mit und nehme einen Turm mit. Eine Statue. Meine Überlegung, die Söldner zu setzen... Und wenn ich Punkte bekomme, die in Cash umzuwandeln, so kann ich dann mehrere von den Heavy-Einheiten einsetzen. Das ist jetzt so das, was ich mir vorstelle. Ich warte aber jetzt erstmal. Was haben wir denn hier? Söldner generieren. Zum Inspizieren halten. Okay. Wir machen hier erstmal einen Turm. Und mal einmal so. Das sieht doch schon ganz gut aus.
probieren wir das mal. Wir nehmen mal... Ah, komm. Hauen wir alle dreimal raus, um das hier mal ein bisschen zu verteidigen. Dann bauen wir hier noch einen Turm. Was passiert, wenn ich sie auflevel? Panzerweste. Erhöht geringfügig die HP des schweren Schützen. Okay. Gucken wir mal, wie stark diese Einheit ist. Nehmen wir noch einen Turm. Ich möchte eigentlich keinen Turm so offen hinstellen. Wir haben jetzt 4 Punkte. 4. Pro Punkt kriegen wir schon $75. Das heißt, ich warte das jetzt einfach ab. Der Turm hat richtig Bock. Wir können hier nochmal Söldner losschicken. Als würde der Turm nicht kaputt gehen. Easy. Warten wir, bis die Söldner draufgegangen sind. Können wir schon mal einen schicken. Schicken wir noch einen. Verkaufen wir einen Punkt. Schicken noch einen. Noch einen kaputt. Verkaufen wir einen Punkt. Schicken noch einen. Und nochmal und nochmal. Oh. Ah, bin mal gespannt, was die reißen. Jetzt bin ich echt gespannt. Okay, die sind echt mächtig scheiße. Pushen wir das alles mal? Alter, das ist ja übertrieben. Ja, moin. Okay. Das funktioniert gut, ist eine gute Taktik. Ja, easy. Ja, das so geht's auch. Gut, jetzt haben wir die Einheit zumindest ausgetestet. Jetzt ist sie nur leider weg. Ich hoffe, ich krieg's sie in irgendeiner Form wieder. So. Wir gehen in die Mission, weil da gibt es ein schweres Geschütz. Oh, was haben wir? Schildpipe. Aha. Gerüsteter Pipe, der Kugeln kleinerer Schusswaffen absorbiert. Und was ist das? Stimpack. Heilt sämtliche Infanterie und verdoppelt vorübergehend ihr HP. Das ist auch ziemlich cool. Hier gibt es nochmal ein Out. Was ist das? Setzt eine kleine Gruppe Soldaten an der Front ab. Ah. Was ist... What? What? Was ist das denn? Wachturm? Stacheldraht? Landminen? Okay. Okay. Was kommt hier so hinten in der Base? Was ist das denn hier? Tanya. Tanya ist doch die Heldeinheit von Command Conquer, oder nicht? Heißt sie da nicht? Oh, wie gut. Okay. Hier ist auch die schwere Einheit. Stacheldraht. Wir nehmen einfach mal die. Was ist das? Ein Überturm. Beschert ihr nach und nach eine kleine Menge Cash. Gute Sache. Wir nehmen die hier mit. Den Turm habe ich leider. Probieren mal die Drohne aus und nehmen mal Stacheldraht mit. Den Hund machen wir damit. Was haben wir denn? Saftiges Mammut. Ja, wir haben wieder 2 Punkte. Dann, ich sag mal, einmal so und einmal so. Gucken, dass wir hier Stacheldraht erstmal überall hinbauen. Dann sollen die mal kommen. Und was für Abständen bekommt man eigentlich Cash? Ja, nice. Doch, knall die weg. Komm. Sehr gut. Wir leveln die besser mal auf, die Einheiten. Da bin ich echt gespannt. Ja. Wir lassen erstmal die eine Einheit gucken, wie weit er kommt. Ich glaube, es ist sowieso gleich Ende mit ihr, mit der Einheit. Just saying. Holen wir mal 3 neue und dann knallen wir die erstmal weg. Wir warten mal hier diesen starken Bereicher. Guck mal. Aber ich würde gerne. Genau, diese Einheit. Also, wir können die Drohnen losschicken, wenn echt viele Einheiten kommen. Ich hab da richtig Bock drauf. Bin gespannt. Ich hoffe, so wie ich sie mir vorstelle, knallt die einfach alles weg. Wieder ein Level ab. Bis das hier, bis es soweit ist, haben wir wieder ein paar mehr Punkte, die wir verteilen können.
Okay. Die Jungs sind echt gut. So, warte mal, wir haben 20 Stück. Okay, da warten wir mal. Wir warten auch mal auf die Zeit. 20 Stück. Ah ja, da ist das Püppchen. Ich finde aber gut, mir ist es, fällt es gerade auf, dass ja hier so viele Querschläger da ins Hauptquartier hinfliegen, dass das Hauptquartier jetzt keinen Schaden nimmt, weil so oft wie ich schon Schaden an meinen genommen habe. Ah, ein Sniper? Nee, schon mal. Okay. Machen wir mal so. Wir haben hier noch zwei. Ja. Ach so. Ah, okay. Das ist fett. Kann ich auch. Nee, ich kann damit nicht die Basis angreifen. Das macht Spaß. Okay. Jetzt haben wir nur leider keine Drohnen mehr. Gut. Ja. Ein Punkt verkauft, ein paar Truppen erstellen und dann Jungs sollen vorrücken. Hier die Drohnen waren witzig. Auf jeden Fall weiß ich, das ist normal die Scheiße, wie ich sie einzusetzen habe. Easy, verrücken. Okay, nochmal zwei Truppen nachpumpen. Hier ist einfach dieses Absperr, dieser Poller ist einfach hier bis sonst wo geflogen. Ja, jetzt verliere ich auch gerade ein paar Truppen. Kannst du auch besser? Nice. Hm? So, zwei Truppen nachpumpen. Wir müssen ja eigentlich nur diese schwierige Zeit. Die stärkste Zeit, wo er am meisten Truppen schickt, einfach abwarten und dann ist ja alles echt easy. Kann ich nichts hinbauen, wehe auch gar nicht mehr. Vielleicht Level 11. Wow. Er ist schon echt verrückt. Die Verbesserung einfach. Wir gehen auf Upgrades. Einheiten Rang erhöhen. Meister erhöht geringfügig die Reichweite deiner Warpipes. Mal sehen. Wann es dann mal soweit ist. Oh, wir pusten das alles hier noch mal ein bisschen. Pumpen noch mal neue Einheiten. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Aber es sieht relativ gut aus. Ich sag mal, die schlimme Phase, die stärkste Phase vom Feind ist sogar unten. Auf der Runden, Jungs. Wegmachen, macht sie weg, macht sie weg. Macht sie weg. Ja. Ich denke. Das war der Mal. Okay. Weiter geht's aber gar nicht. Alles klar. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Cool. Okay, die feindliche Drumstärke wird immer mehr. Also wir bekommen wieder einen dicken, einen Taktiker und ein Ölboot. Da bin ich sehr gespannt. Und was haben wir jetzt? Wir haben. Das ist irgendwie krass. Guck mal, was es hier gibt. Hier gibt es ein Basisabwehrgeschütz. Ah, mit Mittler. Das könnte doch richtig knallen. Was ist das? Leben. Gibt ein vorher verlorenes Leben zurück. Kein Effekt, wenn noch alle Leben vorhanden sind. Leben? Hab ich irgendein Leben? Irgendwas verpasst? Na gut. Ich würde sagen. Die steigt, desto mehr Einheiten hast du zu erwarten. Die Leiste steigt mit jeder erfolgreichen Mission. Okay, vielleicht sollte ich das machen. Dann das, dann hier. Und dann rüber. Was ist das? Ein Sniper. Oh, hier ist ein Buggy. Und ein Scharfschütze. Oh Mann. Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Wer weiß, wie spät es gerade bei euch ist. Macht's gut.